Hallo liebe Freunde, wieder zurück hier bei Minecraft Medieval. In der letzten Folge haben wir ja hier angefangen, den Raum, sage ich mal, die große Halle auszuheben. Und da habe ich jetzt schon ein klein bisschen natürlich weitergemacht. Dann will ich euch nur mal kurz zeigen, was das denn hier so für Ausmaße hat. Also hier ist die Mitte vom Raum und... ja, der wird auf jeden Fall gigantisch. Ich werde den Raum so abbauen in Sektionen, also nicht alles auf einmal, dass wir können quasi dann später schon mal auf einer Seite anfangen zu bauen und eventuell schon die Kolonie anzufangen und so weiter. Und genau damit wollen wir jetzt anfangen mit der Mine-Kolonie-Mod. Und zwar habe ich hier schon vorbereitet, am Anfang brauchen wir das Supply Camp oder das Supply Ship, je nachdem wo man eben ist. Wir haben jetzt hier keinen Strand in der Nähe, deswegen nehmen wir das Supply Camp. Und dafür brauchen wir nur 5 Kisten. Dann können wir uns das Supply Camp holen. Sind okay, das Supply Ship hätte ich vielleicht auch machen können. Weil wir hier... etwas Wasser haben. Aber egal. Das kann man jetzt hierher setzen. Man kann nur wieder rausgehen und sich das angucken, weil sonst sieht man ja nichts, will ich mal sagen. Man kann sich auch verschiedene Stile raussuchen, sage ich mal. Und ich denke, was hier ziemlich gut herpasst, ist das Nordic Supply Camp. Okay, dann müssten wir eventuell hier nochmal ein bisschen mehr begradigen, damit wir es hinsetzen können. Und auch ein paar Bäume fällen, weil die im Weg sind. Oder, aber ich setze das Supply Camp drüben in der Nähe vom Dorf. So, das ist natürlich super, dass wir wieder, dass wir halt nichts sehen. So, das hier sieht doch auch nach einer ziemlich schönen Fläche aus. So, das erstmal abbrechen, dass das dort hinten wegkommt. Warte mal, wo war jetzt das Haus? Hier, okay. Erstmal kurz das Haus verloren. Hier mache ich mal das Gras weg. Dann platziere ich das mal hier hin, gehe wieder runter zu dem... na, wo war's? Hier Nordic. Hier nochmal raus und schau mir das mal an. Hier vorne wäre auf jeden Fall der... was zur Hölle? Was ist denn sein Problem? Gott, 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 Gott. Wir müssen hier weg. Was war denn mit dem los? Ich habe ihm doch nichts getan. Nichts. Ich wollte nur was bauen. Ich kann doch nichts dafür, dass es dort, dass dort ein Blitz einschlägt. Wenn er uns nicht haben will, dann schaue ich halt mal hier, ob hier noch eine... was hat's mit den ganzen Gewittern auf sich?
Hat das was mit meiner Rüstung zu tun? Okay, also ich habe die Rüstung auch mal ausgezogen und regeneriere auch gleich mein Leben wieder. Also, es ist... Ich muss mir eine andere Rüstung suchen auf Dauer. So. Wir haben hier auf jeden Fall auch eine Wüste. Ja, also ich denke mal, da setze ich das Supply Camp eben hier oben irgendwo hin. Ich hoffe, der greift uns nie an. So, baue hier einfach mal ein bisschen Erde ab, damit ich hier ein bisschen Platz habe. So, nochmal schnell zurück zu meinem Baum. Ja, Ruhe, Ruhe da oben. Okay, ich glaube nicht, dass es reichen wird. Aber ich platziere das hier nochmal schnell hin. So, gehe nochmal unter meinen Baum. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Also hier würde das eigentlich ziemlich... Ich habe Angst, was passiert. Jedenfalls hier würde es ziemlich gut passen. Naja, obwohl. Vielleicht eins weiter dahin, dass der Baum nicht so stört. Und ich hätte den Eingang doch gern hier vorn. So, wie sieht's hier aus? Na, okay. Muss ich das doch noch bis hierhin abtragen, damit das passt. So, dann passe ich das hier klein noch ein bisschen an. So. Da müssten noch ein paar Blöcke hin. Okay, das ist hinten. Egal, so komme ich rein. So, und hier sind nämlich auch ein paar Sachen drin, gut. Ja, die Holzwerkzeuge, die kann ich ja dann meinen Bewohnern geben, wenn es soweit ist. Aber es ist auch Essen hier. Und unsere Town Hall. Und das Build Tool, was wir brauchen. Damit können wir nämlich die Blueprints von den Gebäuden besser verschieben und Deko-Sachen bauen und alles. Eine Platin-Pickaxe, damit ich das Gold abbauen kann, dass ich auch endlich am Tag rumlaufen kann, ohne dass ich blind werde. So, die Tulpen lasse ich mal noch hier und crafte mir einen schönen Goldhut. Eine Goldkrone. So, werf derweile das weg, setz mir die Krone auf und geh jetzt wieder in meine Höhle. So, das ist quasi der Anfang von Mine Colonies, dass man sich zuerst dieses Supply Camp baut und ja, dort dann seine Town Hall, sein Rathaus herbekommt. Und das Building Tool, damit man dann ja richtig durchstarten kann, sage ich mal, dass man seine eigene Kolonie gründen kann, weil ansonsten ja, ich weiß gar nicht, die Town Hall, die kann man sich glaube gar nicht craften. Ah doch, die könnte man sich craften sogar mit zwei Building Tools und die ist, ja, die sind ganz einfach, zwei Sticks und ein Stein, dann noch ein paar Planken rundrum
Könnte man sich sogar auch selber craften. So. Und in der einen Struktur, wo der Daniel das letzte Mal da war, habe ich auch eine neue Chestplate gefunden. Vielleicht ist die sogar besser wie die andere und gibt uns keinen Schaden. Aber dafür muss ich erstmal kurz mein Inventar leer räumen. Das Gold lasse ich auch mal hier. Die Schallplatte, die Holzwerkzeuge. So, und da haben wir jetzt eine Chestplate mit Frostbite Chestplate. Spawns a Snowy Companion, ein Snowball, okay. 5 Armor, 2 Armor Toughness. Plus 15 Range Damage. Ist, sage ich mal, schon mal nicht für den Anfang nicht schlecht. Also klar, es geht noch viel besser, aber man will sich ja nicht beschweren, sage ich mal. Aber liebe Freunde, ich wollte die Folgen etwas kürzer halten. Und da haue ich hier wieder einen Schluss rein. Schaut gerne beim nächsten Mal wieder rein, wenn wir ja vielleicht unsere Town Hall in die Mitte dieses großen Raumes aufstellen. Da werde ich aber noch weiter ausheben. Und dass die auch genug Platz hat. Aber da schaltet gern beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir unsere erste Kolonie gründen. Also, bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl und ciao.